So, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Und weiter geht's. Im letzten Part haben wir uns diese Karte besorgt. Und in diesem Part werden wir das neue Lager besuchen. Und ich hoffe, dass ich mich jetzt weder verlaufe, noch irgendeinen anderen Blödsinn anstelle. Aber wir werden es ja sehen. Ja, glaube ich, später hin. Hier um die Ecke, hier oben war es. Einfach rum, glaube ich, ne? Ich hoffe doch. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal richtig aus. Dann da rechts den Weg entlang. Na, ich bin froh, dass die Minenkolonie in Anführungsstrichen so klein ist. Ja, das passt soweit. Über die Brücke müsste man laufen. Mollatz. Könnte ich mir jetzt schon mal zu Gemüte führen? Ja. Wenn du da angetriggert kommst, reicht nicht. Ich möchte aber nicht gegen drei auf einmal. Einzeln ist okay. Ja, komm her. Komm. Komm. So, geht doch. So, und der nächste, bitte. Da vorne die Höhle werde ich jetzt gar nicht ausprobieren. Oder vielleicht doch mit Feuer zwischenspeichern. Ey, links, rechts, links, rechts, links. What the hell, ey. Komm, dich krieg ich auch noch klein. Ja, normalerweise arbeitet man auch mit der Maus, aber hey. Immer hin und her, das funktioniert eigentlich nicht gut. Ey. Uiuiuiui. Jetzt mache ich wirklich eine kleine Zwischenspeicherung. Und das nenne ich jetzt einfach mal um in Zwischen. Wischen. Spö. Naja, das ist einfach wegen der englischen Tastatureneinstellung, die automatisch ist. Hä? Hier ist nichts drin. Okay. Aber allein schon damit dieses links, rechts vernünftig funktioniert, dafür musste ich halt im alten Lager recht schnell paar Pünktchen ausgeben und mit den Fliegen lege ich mich jetzt nicht an. Genauso wie ich nicht vorhabe, mich jetzt mit den Scavengern anzulegen. Und da ich mich nicht mit den Scavengern anlegen möchte, ich weiß, dass ich hier falsch laufe. Aber ich möchte gerne wohin. Und da hoch ist, glaube ich, auch falsch. Aber da möchte ich auch gerne gucken, was da ist. Brauche ich also nachher nochmal einen auf Speicher. Zwischenspeicher. Eden! Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen?
100 Ernst, einen Lernpunkt. So, erstmal die Krallen. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du Krallen, ich drücke es einfach weg, weil so interessant ist das Ganze gar nicht. Fell. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem, dass du nicht, ob ich Erz habe auf Dauer, aber ey. Häuten. Worauf muss ich beim Häuten von die 1, wenn du die Zähne? Wie komme ich an die Zähne? Cool. Du musst vor allem Zähne kannst. So, damit haben wir das auch. Da kann ich den Zwischenspeicherpunkt nochmal nehmen. Speicherpunkt. Und einfach gucken, was hier oben ist. Ein Serpentis. Ich glaube zwar nicht, dass es was Gutes ist, was hier auf uns lauert, aber hey, Steinwurzel. Hey, cool. Ein paar Pflänzchen. Das ist zwar nicht viel, aber es ist auf jeden Fall besser als alles andere, was wir machen könnten. Wie tief ist das? Ah, könnte sogar funktionieren. Ach, ich habe ja zwischengespeichert. Ja, das fliegt so eine blöde Fliege. Na, okay. Spiel laden, Zwischenspeicher. Dann weiß ich, dass ich da lang nicht darf. Aber hier oben ein bisschen was einsammeln kann auf jeden Fall. Achso, Seraphis ist das. Nicht Serpentis. Wie komme ich auf Serpentis? Gute Frage, nächste Frage. Steinwurzel. Und ganz ehrlich, in meinen ganzen. Ja gut, ich habe es nur einmal durchgespielt, Gothic 1, aber auch bei den ganzen Versuchen zwischenzeitlich etc. pp. Ich bin nie hier lang gegangen. Und da unten zu der Echse möchte ich jetzt auch noch nicht. Ich werde hier oben an der Klippe auch wieder einen Zwischenspeicherpunkt einrichten. Mal wieder. Wir hatten ja gesehen gehabt, was passiert. Oder passieren kann. Dass hier auf einmal so eine blöde Fliege uns entgegenkommt. Und ich denke nicht, dass das no tut. Da den Berg hoch. Mal ausprobieren, wo wir da auskommen. Habe ich mich, glaube ich, auch nie gemacht. Hm, nee, wir müssen hier sowieso irgendwann nochmal hin. Das ist wirklich. Torwache lässt uns durch. Mit euch da oben möchte ich auch alle nicht sprechen. Wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Und ich hoffe doch sehr, dass ich das kann. Lass mich hoch. Dann lass mich hier hoch. Man konnte doch klettern. Klettern. Lass mich klettern. Ist nicht wahr. Muss ich echt hier so lang? Darf ich hier klettern? Ja, darf ich. Wunderbar. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das jetzt mit den Tasten gemacht habe, aber es hat funktioniert.
Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Jo. Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Okay, dann quatschen wir. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Okay. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ja, macht euch keine Sorgen. Ich bringe euch schön in die Luft, alle. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Ja, wo ist das noch gut an? Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Hülle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber rankommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Ja, wäre ich auch gewesen. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich kein Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Okay, dann doch was. Pass auf deinen Rücken auf. Mach ich, danke, Jarvis. Den Namen sollte man sich eventuell merken. Homer. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Nicht gut. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wieso dein Damm eigentlich? Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Ja, aber ich werde da auch jetzt nicht hingehen. Nicht direkt jetzt. Da wollte ich jetzt auch nicht hin. Da will ich hin. Ja, die ganzen Karls und Gors. Da, genau. Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ja, richtig. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Danke. Da ist er nicht. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Mordrak. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm.
Nein, weiter rede ich nicht mit dir, oder? Ach komm. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Torus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Torus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Ja, werden sie ihm. Aber bevor ich mit dem quatsche, Bats, wenn ich einmal die Möglichkeit habe, brauchen wir sonst nichts zu verplempern. Nein, ich will gar keinen Wein. Ich möchte gerne nur mit Lara sprechen. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer. Das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf. Und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Ja, das könnte lustig werden. Mal gucken. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt. Die Liste hier hinzubringen hat dir einiges Ansehen gebracht. Aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Ja. Du schon wieder. Warum? Ich war hier ganz seit drin. Du schon wieder haut er hier raus. So, und damit haben wir das hier auch schon wieder erledigt. Quests. Aufnahme, neues Lager. Müssen wir doch auch irgendwo haben, oder? Antrag. Auftrag von Torus. Ja, den haben wir ja weg. Prüfung des Vertrauens. Neue Seelen für die Bruderschaft. Rezept der Sekte. Können wir in Sekte... Na, neues Lager. Sehr erstaunt. Baal Isidro. Ja, aber da möchte ich jetzt auch noch nicht hin. Ich möchte erstmal woanders hin. Und ich hoffe, dafür reicht auch die Zeit noch. Wisst ihr was, ich mache nochmal einen Zwischenspeicher. Mit dem da oben möchte ich jetzt nicht reden. Oder möchte ich doch, oder möchte ich nicht. Nein, ich möchte nicht. Das sollte hoffentlich auch so reichen. Wegen diesen drei Scavengern. Solange ich es ist die Frage, ob ich das einzeln rausgelockt kriege.
Wäre ja schön. Weil ab 2 wird es dann kritisch. Komm. Put, put. Ey, komm schon. Geh dich nur hier noch ran. Oh, ihr kommt doch gleich alle drei. Ich sehe schon kommen. Ja, du guckst wenigstens schon. Hier bin ich. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Ja, das war nicht besonders schlau. Ja, komm. Fang an zu schreien. Ganz davon guckst du nur. Fang an zu schreien. Ja, das ist der eine, den ich mag. 1, 2, 3 und. So, 50 Erfahrungspunkte. Und Fleisch. Möchte ich jetzt mal ein paar Pilzchen essen zum Wiederauffüllen? Ja, einer müsste reichen. Sub zwischenspeichern. Jetzt brauche ich wieder hier einen Scavenger. Ja, der andere guckt. 1, 2, 3. Ey. What the fuck? Und die sterben. Oh. Herzinfarktrisiko. Futtern. Ja gut, also es kann schon sein. Sind zwar nur Höllenpilze, aber es lohnt sich. Wobei, ich weiß nicht, ob es sich in dem sogar schon lohnt. In Gothic 2 lohnt es sich auf jeden Fall. Nein. Speichern, Zwischenspeicher. Man hat ja gesehen, wie schnell man sterben kann, wenn man irgendwas ausprobiert, irgendwo lang geht, etc. pp. Und warum ich hier lang gehe, das werdet ihr auch noch herausfinden. Da oben ist auch irgendetwas. Aber zwar eigentlich da geradeaus weiter. Aber ich hau nochmal einen Zwischenspeicher rein. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Ey. Zack. Genau, die Sprungtaste war's. Zum Hochklettern. Hier gibt es garantiert auch irgendwas. Wenn irgendwo was zum Hochklettern ist, immer nachgucken. Weil meistens gibt es dann tatsächlich dort irgendwas. Nein. Also komme ich da nicht hoch, bin ich umsonst hochgedackelt, umsonst zwischengespeichert. So verdammt hoch aus. Zack. Zack. Und da lang weiter. Eine Ratte. Eine Morle-Ratte. Ey. Noch eine Morle-Ratte. Geh sterben. Ey. Ja, wir müssen wieder futtern, ich weiß.
Gut, dass wir noch Pilze gesammelt haben. Hier liegt sonst nichts rum. Meine Güte, die sind ja mal ordentlich. Ein ganzes Stück, ohne dass was rumliegt. Was haben sich die Programmierer dabei gedacht? Ich dachte, das Sammeln ist eins der lustigen Sachen. Uiuiuiui. Ich möchte den Roll. Der ist das Wichtige. Oh! Gut, dass wir zwischengespeichert haben. Spiel laden. Und noch besser, dass wir Magie haben. Feuerball. Feuerschaden pro Mana. 30 Feuerschaden. Na, nehmen wir einen Feuerball. Liegt jetzt auf 4. Muss ich mir nur merken. An dem Wolf komme ich auch noch vorbei. Warum tue ich mir das Ganze hier an? Fragt ihr euch wahrscheinlich genauso wie ich. Wobei, nein, ich frage es mich nicht. Ich weiß ja, warum ich es mir anzog. Das ist das Schöne, wenn man etwas nicht blind spielt. Das ist nämlich eins von den Sachen, die man sehr, sehr gerne und schnell übersieht. Erstens, man muss hier absolut nicht lang. Auf jeden Fall nicht in dem Teil. Also in der... Ach, egal. So, und jetzt möchte ich gerne den Wolf. Rums. Der lebt noch? Nein! Ernsthaft? Warum lebt der noch? Nochmal laden. Muss man doch dran vorbeikommen. Vielleicht ist es genau das. Vorbeikommen, nicht killen. Würde mich zwar ein bisschen wundern, aber hey. Wer weiß, wer weiß. Ja, das Schöne ist auch, je höher die Stufen sind, die man hat. Von Waffenskill zum Beispiel. Umso besser ist die kritische Trefferchance. Deswegen haben wir die eine Ratte auch mit 2 Treffern eben platt machen können. So, hier kann ich speichern. Zwischenspeicher. Und dann einfach versuchen, dran vorbeizurennen. Vielleicht klappt das. So, die Ratte kann ich angreifen. Das hat jetzt nur vor, dass der Wolf uns nicht in den Rücken fällt. Nein, der ist da oben beschäftigt. Gut. Dann habe ich mich nicht ganz grundlos hierhin. Ah, speichern, Zwischenspeicher. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welch. Oh. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Mach ich nicht, keine Sorge. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Okel. Ich geh dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Natürlich. Jetzt wäre Schnösser knacken was ganz Tolles. Du bist ein normaler Söldner. Normale Söldner interessieren mich relativ wenig. Du bist auch nur ein normaler Söldner. Du auch. Ihr seid Schürfer. Ja, beim alten Lager heißen sie wenigstens alle Buddler. Hm.
noch ein Söldner, du siehst mir wichtiger aus, aber auch noch ein Söldner. Du hast eine größere Waffe. Ja, mit dir kann ich reden. Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Ist ja gut. Wer bist du? Ich bin Okyl. Ich hab das Kommando über den Kessel. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Okay. Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich hab zu tun. Mit irgendjemandem muss man doch vernünftig reden können. Mit dem wahrscheinlich auch nicht. Ich darf nur nicht ins Torhaus rein. Das heißt nicht, dass ich mich hier unten nicht bewegen darf. Swinney. Komm, red mit mir. Red mit mir. Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schaffen. Aha. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Nein. Also, nein. Nein. Natürlich nicht. Warum immer ich? Gut. Pass auf. Du nimmst jetzt diese Klamotten und ziehst sie dir an. Hier. Wenn dir ein Erzbrocken auf den Fuß fällt und du keine Schutzkleidung trägst, bist du ein Krüppel und nur noch die Hälfte für uns wert. Eine Spitzhacke liegt hier bestimmt irgendwo noch rum. Aber viel anfangen kannst du damit sowieso nicht. Naja, was soll's. Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Okay. Aber wir haben jetzt Schürferklamotten. Und genau deswegen wollte ich nur hier hin. Deswegen haben wir eine Gänse angezahnt. Und ja, ihr dürft mich dafür für bescheuert halten. Das ist mir auch egal. Aber endlich haben wir was zum Anziehen. Und dafür haben wir nicht mal was bezahlt. Nicht mal so ein bisschen. Damit sind wir hier in diesem Lager schon fast durch. Ja, ich mache das Lager jetzt hier noch fertig. Ich hoffe, dass das Video dann nicht zu lange wird. Da vorne den Wolf. Den will ich eigentlich auch tot sehen. Ich will den Wolf tot sehen. Ich will den Wolf tot sehen. Da 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 da. Ich will den Wolf tot sehen. Ich will den Wolf tot sehen. Da 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 da. Hey. Okay, so sehe ich nicht tot. Spiel laden. Zack. Magie. Mana kosten maximal 5. Feuerschaden pro Mana. Hä? Ach, aufladbarer Zauber. Das erklärt natürlich auch, warum da kaum was an Schaden rumgekommen ist. Der Wolf ist da hochgerannt. Das heißt, wir müssen den Zauber erstmal aufladen, damit er 50 Schaden macht. Laden wir voll auf. Ja.
Jawohl. Fell, Zähne. Einen Wolf töten, ohne das entsprechende gelernt zu haben, lohnt sich nämlich nicht. Aber das Wolfsfell ist... Jetzt gucken wir mal, wie viel das wert ist. Ja, 10 Erz. Und dann nochmal 10 Erz, die Zähne. Ist okay. Wie gesagt, jetzt haben wir ein bisschen was an Resi. Können ein bisschen mehr anstellen. Und hier in dem Lager gibt es noch eine Sache, die wir damit machen können. Die wir ohne nichts so leicht hätten machen können. Und dass wir den Wolf mit der normalen kleinen Waffe hier nicht platt kriegen, das habe ich euch ja leider schon beweisen können. Da fällt mir noch was ein, was wir machen könnten in dem Lager hier. Wie viele Erfahrungen war eigentlich mittlerweile? Achso, Level 3, da brauchen wir noch ein bisschen. So, mit dir möchte ich noch reden. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Ja, kannst du haben. 30 hast du gesagt, nicht 50. Zeig mir, wie ich im Umgang mit Waffen noch besser werden kann. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Ja, ist ja. Na, bist gemein, Kord. Naja. Na, hier könnten wir eigentlich noch ein bisschen mehr erledigen. Fällt mir gerade so ein. Naja, na, schauen wir mal. Ich mache jetzt, gehe jetzt hier nur noch einen Saufen, damit sollte es sich dann haben. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ja, ich bin doch Schürfer, ich habe doch eine Hose an. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Immer rein mit dir. Siehst du? So leicht geht das. Morag, Cypher, Saiyan, Silas. So. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Stimmt es, dass du Kurier für die Markt... Und wenn es so wäre? Ich würde gern... Die Kuriere der Markt... Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Zeig mir deine Ware. Such dir was. Hast du Erz? Du hast ja nicht mal Erz dabei. Ist ja langweilig. Silas. Wie läuft's denn so? Gut, kommt ja auch genug rein. Ich drück's einfach. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Hast du Erz? 18 Erz, wow, nicht so viel auf einmal. 5. Ja, gib mir deine 10 Erz. Ist okay. Annehmen. Enter. Cypher. Ende. Senian. Redest du mit mir? Danke. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Wow. So redegewandt. Hier oben ist, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, aber man kann ja nicht wissen. Wir haben es ja bei der ersten Stelle gesehen. Beides nur Banditen. Ja, einen haben wir noch zum Sprechen.
mit euch beiden habe ich schon gesprochen. Mal gucken, ob du mich rausschmeißt. Nein? Gut. Mit dem möchte ich gerne reden. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Danke. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Aha. Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Zähne einschlagen, das gefällt mir. Eine Leiter, ja. Eine Leiter, ich muss da hoch, bevor ich den Part beende. Der jetzt mittlerweile auch ein paar Minütchen haben sollte. Na, Schlösser knacken kann ich eh noch nicht, ne? Ja, ungeübt, sag ich ja. Und wir haben auch keinen Mana mehr, weil ich es voll verbraten habe. Dann gehen wir jetzt hier runter nochmal. Suchen uns einen netten Stuhl aus. Naja, das ist eine blöde Komposition. Ich möchte gerne ein bisschen was sehen können. So, und damit kann ich dann auch den Part beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hinterlasst mir ein paar Kommentare und ihr könnt euch schon denken, was ich jetzt im nächsten Part vorhabe. Vielleicht könnt ihr es auch nicht. Ach, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!